Der Theaterverein Alfeld wurde 1946 von Theaterenthusiasten gegründet. Und es ist für jeden Mitwirkenden, ob Laie oder Debütant, ein entscheidender Augenblick. Damals wie heute, wenn sich der Vorhang öffnet, in jedem kurzen Moment davor, in dem der Geist die ersten Sätze formuliert, lange bevor der Kehlkopf davon stimuliert, diese zum Erklingen und damit im Theatersaal zur Wirkung bringt, oder auch nicht, wurden Karrieren geboren, aber auch begraben. Eva, ich finde, wir sollten nicht überstürzen. Wie meinst du das denn? Naja, wir könnten unsere Hochzeit doch auch noch um ein paar Monate verschieben. Beim Theaterverein Alfeld e.V. wird nichts verschoben. Jährlich stehen eine Komödie und seit 1968 mit der Gründung der Kindergruppe auch ein Märchen auf dem Spielplan. Gelernt ist gelernt, oder? Nee, da unten schminke ich eigentlich nie. Beziehungsweise überhaupt nie. Das machst du rein für die Rolle? Das mache ich rein für die Rolle. Und welche Rolle ist das? Ich bin die gute Freundin. Ich bin Corinna. Und ich organisiere auch einen Junggesellenabschied. Versuche es zumindest. Aber es klappt ja alles nicht. Also wir sind also wirklich ein organisierter Verein mit jetzt mittlerweile 90 Mitgliedern seit gestern. Und wir versuchen halt möglichst viele zu akquirieren, wirklich auch unseren Verein in Alfeld und Umgebung größer, stärker, schöner und professioneller darzustellen. Wissen Sie, Herr Krause, ich bin Atheist. Arte, was? Mensch, das stimmt doch überhaupt nicht. Naja, ist ja eigentlich auch egal, welcher Partei Sie angehören. Paula, ist das denn nicht schwierig, so für Leiden so ein Riesen, sag ich mal, einen Saal zu bespielen, akustisch rüberzukommen? Je voller der Saal, umso einfacher wird es. Also wenn wir jetzt wirklich hier stehen und das sind 555 Plätze, die wir füllen wollen, im günstigsten Fall, dann sage ich immer so, ab der Hälfte wird es einfach. Dann ist auch die Resonanz des Saals nicht so gravierend. Ich meine, wenn wir jetzt hier stehen und ich höre meine eigene Stimme von der Rückwand zurückkommen, ist natürlich Essig. Aber je voller der Saal, umso einfacher wird es. Umso leiser kann ich auch auf der Bühne sprechen. Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist doch gar nicht einfach, die einzelnen Positionen zu besetzen. Also von der Maskenbildnerin, wer macht die Maske? Oder findet sich das immer so ganz spontan? Das wird alles gewählt. Das ist alles bei uns paritätisch, bei der Jahreshauptversammlung wird das gewählt. Wir haben also 13 Vorstandsmitglieder in einem Verein, wie gesagt, mit 90 Mitgliedern. Und das ist schon mal, das sagt schon eben aus, dass jeder auch seinen Posten bekleidet und sich auch dafür einsetzt. Das heißt, Maskenbildnerin wird gewählt, es wird der Bühnenbauer, der hat auch einen Assistenten zur Seite gestellt gekriegt, der wird auch gewählt. Wir versuchen das eben wirklich auch so, dass es auch harmonisch zugeht. Wenn sich jeder einbringen würde, dann wäre es ein Koch oder eine Küche mit vielen Köchen und die verderben meistens ja den Brei. Aber wir sind, glaube ich, so gut aufgestellt, dass wir wirklich sagen, wir vertragen uns alle, wir streiten uns, natürlich, das muss sein. Ohne Reibungspunkte kein Erfolg, sage ich immer. Aber wir vertragen uns genauso gut danach und können danach in aller Ruhe ein Bier trinken, wenn es nicht mehr um die Sache selber geht. Ich glaube, das hat schon ganz früh angefangen. Ich habe früher mit meinem Vater zusammen immer sehr viel gebastelt, Holzhütten gebastelt und so Buden gebaut und so weiter. Und ich denke mal, dass das daraufhin zurückzuführen ist. Ich habe das immer sehr gerne gemacht. Und ich mache jetzt auch die Bühnenbilder immer sehr gerne. Mein eigentliches Steckenpferd ist immer das Märchen, weil es auch von früher noch, ich liebe Märchen halt und die Bühnenbilder, die sind dann immer sehr, sehr anspruchsvoll und da kann man sich dann richtig austoben. Da kann man sich richtig austoben, genau. Wir versuchen so viel wie möglich Professionalität an den Tag zu legen, sofern es geht, weil wir alle berufstätig sind oder eben Familie haben und da ist natürlich die Zeit dann auch meistens begrenzt. Das heißt, wir machen das alles freiwillig, ehrenamtlich, in unserer Freizeit, nebenbei. Und das sagt eigentlich schon viel aus. Unser Mieter sind ja aber nicht.
nicht erlaubt. Können Sie sich ausweisen? Oh, Jack, sich ausweisen müssen selber. Jack, nicht ausweisen. Ach, Sie haben wohl keine Aufenthaltsgenehmigung, was? Das muss ich ja bei den Behörden melden. Wir haben bei anderen schon das gleiche Stück gesehen und haben festgestellt, wir spielen es ganz anders und es ist trotzdem toll. Ah, das ist ja interessant. Sie haben dasselbe Stück, ja, jeder in seiner Gruppe gespielt. Ja, das ist das ein Zufall oder haben Sie sich abgesprochen? Nein, manchmal auch. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt, dass Sie gesagt haben, wir spielen das gleiche Stück. Jetzt wollen wir mal sehen, wie jeder spielt und haben es dann ganz anders gespielt und war sehr toll. Das ist dann immer eine schöne Geste, wenn man dann hört im Nachhinein, Mensch, das war toll, es war mal nicht Fernsehen, es war mal nicht Ehestreit, es war mal nicht Kneipe und ich war nicht das obligatorische Abendbier, sondern es war einfach nur ein schöner Theatertag. Und da erinnern sich die Leute noch wochenlang dran. Ich spiele die Stripperin. Also da so halb nackt auf die Bühne zu tanzen, das hat ein bisschen Überwindung gekostet. Naja, also ich laufe nicht oft in solchen High Heels rum mit Minirock und Netzstrumpfstrapsen. Das ist recht ungewohnt für mich. Könnte aber in Zukunft sein, dass du das öfter machst. Auf jeden Fall. Hab mich total dran gewöhnt. Ich werde nie wieder was anderes tragen. Und ich gehe mal davon aus, dass du entweder einen Freund hast oder verheiratet. Weder noch. Weder noch? Das heißt, ich brauche dich gar nicht zu fragen, wie der das aufnimmt wieder, ne? Nö. Also hat niemand rumgemeckert. Auch nicht Mutti? Nee. Okay. Naja, meine Mutter hat gesagt, hättest du noch ein bisschen abnehmen können. So sind sie, die Mütter. Nein, danke. Nur Wahres ist Wahres. Regie zu führen kommt man dazu, wenn man gefragt wird, möchtest du es machen, ja oder nein? Dann hast du genau 10 Sekunden Zeit zu überlegen auf der Jahreshauptversammlung, machst du es oder nicht. Natürlich hat man mich vorher schon mal gefragt, ob ich eventuell bereit dazu bin. Ich habe mir das sehr gut überlegt, weil es ist eine Menge Arbeit und man braucht eine Crew, man braucht ein Ensemble, auf das man sich verlassen kann. Und das war in diesem Verein gegeben und so ist mir die Entscheidung eigentlich relativ leicht gefallen. Irgendwann ist mal einer dazugekommen, dann ist der nächste dazugekommen und es kommt jedes Jahr immer irgendwie durch irgendeinen glücklichen Zustand immer wieder jemand Neues dazu. Lieber Gott, womit habe ich das verdient? Und wie gesagt, ich denke, viel Intention ist dabei, einfach der Reiz, sich auf die Bühne zu stellen, zu sagen, Mensch, ich probiere das mal aus, ob ich das überhaupt kann, vor 200, 300, 400, 500 Zuschauern im günstigsten Fall zu spielen. Das kann nicht jeder. Und ich glaube, das will auch nicht jeder. Ja, ich übe nur die Schrittkombination für unser nächstes Theaterstück. 2 rechts, 2 links, 2 zurück. Das wird wohl der dritte Tag von Sister Act. Claudia, worauf legst du denn jetzt besonders Wert? Bei der Maske. Bei der Maske? Naja, bei mir ist es ja so, als Nonne ist ja mit Schminken nicht so, dass es ein bisschen dezenter ist als bei den anderen. Ja. Weil ich kann ja nicht als Nonne noch mit viel Lidschatten und Lippenstift und ich glaube, das würde nicht so. Das wäre doch mal was. Ja, das wäre mal was, genau. Nachdem wir den großen Schlitz, der bis hier oben ging, im Kleid erstmal zugenäht haben. Genau. Und das macht es eben auch aus, diesen Nervenkitzel dabei. Komme ich an, kann ich das Publikum zum Lachen bringen? Und genauso wählen wir auch unsere Stücke aus. Ist es ein Stück, was wirklich das Publikum dazu animiert, mal die Gedanken schweifen zu lassen, zu sagen, ich kann mich einfach mal fallen lassen, ich setze mich dahin, habe meinen Eintritt bezahlt, der nicht teuer ist, kann wirklich einfach mal sagen, so, jetzt genieße ich mal eine Stunde oder 2 oder 3 im Theater mit Freunden und kann mich einfach nur mal fallen lassen. In der Aula des Gymnasiums Alfeld wurde dem Theaterverein ein neuer Aufführungsraum zur Verfügung gestellt. Der Bekanntheitsgrad nimmt dabei ständig zu. Kennen Sie denn irgendjemanden hier? Ja, 2. Ich kenne hier Sebastian und Annika. Mal. Ja, und man muss immer wieder was zum Lachen haben, ne? Ja, das Leben ist ernst genug. Ist, nicht? Ich hatte das in der Zeitung gesehen, das Bild, ich musste das schon lachen. Ja, ich habe es auch rausgeschnitten, ich habe mir das an die Finger gemacht. Ich habe es vergessen, aber ich, nach den Bildern so. Und das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Da ist jetzt schon das Problem, dass wir eigentlich mehr Spieler haben, wie die Stücke meistens hergeben. Und da wir auch eine sehr gute und starke Jugendgruppe haben, die eben aus diesem Jugendgruppenalter langsam rauswächst, müssen wir uns für die Zukunft
was einfallen lassen, wie wir das so weiter gestalten. Ich war ein paar Mal als Zuschauer in den Reihen, war fasziniert von der Leistung, die hier erbracht wurde, von in meinen Augen normalen Menschen, also keine Henry Wahls. Und hatte dann mal den Andreas, der jetzt Regie führt, gefragt, sag mal, ich würde gerne mitmachen, geht das? Und dann, ja, haben wir uns ein bisschen unterhalten und ein paar Monate später klingelte das Telefon. Wenn du das damals ernst gemacht hast, gemeint hast, bist du dabei und hast eine Rolle. Na, ich hatte hier einen Verein, nur die Marie, also vom Nussknacker, und die Rolle war schon richtig toll. Ja? Also mit dem Textelernen ist eigentlich relativ leicht, da man ja in der Woche zweimal Probe hatte und das dann auch immer gesprochen hat. Und zu Hause hat man sich das ein paar Mal angeguckt, das hat dann gesessen. Ja, also ich wurde Mittwoch nach meinem Arbeiten, musste ich hier hoher runterkommen, weil ich angerufen wurde. Und da wurde mir gedacht, ich soll den Jacques spielen, ich soll den Text lernen morgen, weil dann am Donnerstag eben die Die Premiere? Generalprobe war. Und da habe ich dann ja gesagt und habe mir dann eben an dem Tag noch den Text angeguckt. Und dann sollte ich nach der Arbeit am nächsten Tag sofort hierher kommen und da konnte ich dann den Text halt schon. In ein paar Stunden ist alles vorbei, der letzte Vorhang ist gefallen. Die Bühne wird abgebaut, die Textbücher gehen ins Archiv. Ich bin schon etwas wehmütig und traurig, denn da fällt mir immer ein Zitat von Achim ein. Wer einmal Theaterschminke im Ohr gehabt hat, der kommt da nicht mehr von los. Und deswegen sind wir auch hier. Ich bin der Franz Schneider, der gute Freund von Martin, von dem Verlobten, und ich organisiere seinen Junggesellenabschied. Oh, da gibt es schon zwei. Ja. Und kommt ihr euch in die Quere? Leider. Leider, weil Corinna versaut mir meine Überraschung. Leider. Was wäre das für eine Überraschung gewesen? Die Stripperin? Ja, ja, weil sie hat ein festes Stichwort und Corinna ändert das ohne mein Wissen ab. Was dann halt eben leider Gottes zu Irritationen führt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch in den letzten 6 Monaten begleiten zu dürfen. Egal ob vor oder auf der Bühne. Das Ergebnis der letzten Tage zeigt mir, dass die gute Arbeit, die Katrin und Jana geleistet haben, die Saat, die sie gesät haben, aufgegangen ist. Über das Ergebnis, was wir bisher erzielt haben, auch wenn wir vielleicht nicht ganz die 1000 knacken, aber in die Nähe kommen, könnt ihr mit Fug und Recht stolz sein. Ihr seid für mich Profis und jeder von euch ist für mich klasse. Und die Bernadette kennt den Jacques und muss der Eva hier mit Fragen über den Jacques gestellt werden. Es ist schön, dass wir viele Leute haben, die auch wirklich das Auge aufs Detail haben. Sie achten auf viele Kleinigkeiten, wie man sieht, eben Bilder an der Wand, Blumen. Hinter den Kulissen sind der Teppichboden ausgelegt, damit die Schritte nicht zu hören sind, damit der Zuschauer möglichst wenig von der Backstage-Atmosphäre hört und sieht, sondern wirklich sich darauf konzentrieren kann, was hier vorne auf der Bühne passiert. Und da legen wir eigentlich ziemlich viel Wert drauf. Mama, was ist denn mit dir? Mama? Dann du bist wie diese Bessel. Also die Richtung haben die Schauspieler eigentlich schon selber vorgegeben und ja. Das war eigentlich diese 3 Tage Richtung Erfolg. Ich war eigentlich nur noch dafür da, um die Richtung 1 oder 2 Grad nach links oder rechts zu bewegen. Aha. Und den Rest haben wir schon selber gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt ab Generalprobe arbeitslos. Ich muss denen nichts mehr sagen. Das Stück läuft, es läuft sehr gut. Und ja, ich freue mich auf die nächste Komödie. Ja.